Du bist Tobias, richtig? Ja, und wer sind Sie? Ich bin der neue Chef. Wie jetzt? Ja, ich Was bin der mit Herrn neue Chef. Bertsch? Ja, der Bert, der ist weg. Wie jetzt? Ja, Der der war doch ist so kompetent. ja, der war so kompetent, genau, aber der ist leider geflogen. Und weißt du warum? Nee. Ja, wegen deinem Fehler. Wir haben letzte Woche das ausgeliefert, das, was du da programmiert hast, diesen, da genau das, was da offen ist, diesen Calculator. Und Ja. das ist dem Kunden völlig um die Ohren geflogen. Warum? Also ich meine, doch, also High Quality hier, oder? Ja, total High Quality ist das hier. Offensichtlich einmal nicht, ne? Wie sieht das denn aus? Mal irgendwas irgendwo getestet, Ja, vielleicht mal? natürlich. Also ich meine, das habe ich in Stuttgart gelernt. Man schreibt Tests, oder? Okay, man Hier, schreibt schauen Tests. Sie. Okay, Der was ist da, ist. ist das jetzt hier der Test oder das, was Sie da geschrieben haben? Ah, der Test, Ah, ja, das ist der wunderbar. Test. Guck mal, der Okay, ist. okay. Schauen Sie, der ist grün. So soll es doch sein, oder? Ich muss mir jetzt nochmal genauer anschauen. Also grün, also ich sehe irgendwie ein bisschen schwarz für Ihre Zukunft hier, wenn das so weitergeht. Grün, ja, ist grün, Grün. das sehe ich. Und das muss so sein? Soll das Ja? nicht rot sein? Nee, 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 okay. nee. Grün ist das neue Grün, jetzt Rot. schauen wir uns mal an, was da steht. Ja, da unten steht 5 plus 5 gleich 25. Ah, okay, na klar. Wunderbar. Also ich weiß ja nicht, wo Sie Abitur gemacht haben, aber da, wo ich das gemacht habe, da ist jedenfalls 5 plus 5 nicht 25. Also in NRW war das okay. Okay. Also dann sage ich Ihnen mal, wie das hier läuft im Badener Land. Da ist 5 plus 5, 10 immer noch. Okay. Ich würde mal sagen, Sie reparieren das mal und ich komme wieder, sobald Sie das ordentlich gemacht haben. Ich glaube, Sie müssten vielleicht einfach mal prüfen, ob denn das richtige Ergebnis rauskommt. Also, Sie Ja, ich können habe ja doch nicht hier jedes das, Mal hier also so ein das. Ja, Chef daneben stehen und sagen, da haben Sie das Falsche ausgerechnet. Wie macht man das denn richtig? aber das Ergebnis habe ich doch hier, also. Ja, das Ergebnis haben Sie da, aber muss man ja jedes Mal drauf gucken und gucken, ob Sie das Richtige ausgerechnet haben. Ah, Sie Das meinen, ich soll das irgendwie automatisieren oder sowas? automatisieren, genau, Ah. das klingt schnell. Das Gut. klingt nach Geld. Ja, ich glaube, da gibt es diese Zusicherung. Habe ich mal was von gehört. Irgendwie Ah ja, so. okay, dann Was machen Sie wollten das. wir nochmal? Was war nochmal 5 plus 5? Ich kann das nicht. 5 plus 5, 10. Ah, okay. Danke. Okay, also wir hätten gern da irgendwie 10 vielleicht raus. Und dann, was machen Sie dann jetzt noch? Prüfen, was Ihr Programm macht oder wie oder was, Ja. hoffentlich. Ja. Und Hab ich jetzt jetzt? gemacht. Gut. Okay, wunderbar. Na gut, dann machen Sie das mal fertig. Ich komme gleich wieder, wenn Sie ganz fertig sind. Ich schaue mal, was es heute so zum Mittagessen gibt. Wird ja langsam Zeit. So, Tobias, wie sieht's aus? Fertig Wie schon? jetzt? Die wollten doch Mittagessen. Ja, kurz hier, der Kollege hat angerufen, der Kunde braucht es jetzt früher. Jetzt machen Sie das fertig, Ach packen Sie das so. alles zusammen und Ja, liefern Sie gut. das mal aus. Ja, Das ich wird habe jetzt jetzt Zeit. gelernt, man kann hier mit, also dieses Maven Okay. ist voll geschickt, das kann das irgendwie, dieses Packen. Okay, Da muss dieses ich nicht mehr diesen ist, Mist machen, den ich letzte ja, Woche ist mir gemacht habe. völlig egal, Hauptsache, das ist bald weg. Also bauen Sie das mal schnell. Der Kunde Alles wartet, das ist klar. alles unser Geld. Dann baue ich das doch mal. Ja, wunderbar. Das ist dieses Maven oder was? Ja, ist Und das ganz baut hübsch, jetzt. oder? Ja, das sah sehr hübsch aus, vor allem mit dem Fehler da jetzt. Was ist das denn jetzt? Ich denke, das baut alles zusammen. Ja, irgendwie kommt da immer noch 25 raus. Ach so. Und dieses Maven hat es für Sie jetzt rausgefunden, oder wie? Ja, schon. Also es will auf jeden Fall nicht bauen, sagt es. Ah, okay, das heißt, das müssen Sie erst richtig machen, bevor wir das verkaufen. Das passt ja gar nicht in meine Philosophie. Gut, dann machen Sie das jetzt mal schnell fertig und dann Ja, liefern wir das dann aus schauen wir doch an mal, woran Kunden. der Fehler liegt. Addition. Ah, ja, Entschuldigung, hab da glaube ich was kopiert irgendwo zwischendurch. Aha. Gut, Kopiert und dann. nicht mal die Quelle angegeben. Ja. Ja, Das hat ihr schon andere mehr als einen Job gekostet. habt gehört, das ist Tradition in Deutschland. So, Chef, Jetzt guck mal. wunderbar alles ausgeliefert. Kann ich Ihnen, jetzt kann ich Ihnen noch zeigen, Und was ich das hier Tolles funktioniert gebaut jetzt? habe. Jetzt habe ich hier direkt fertig diese Jar, diese. Okay, und die kann ich jetzt einfach so mit auf den USB-Stick nehmen und ausliefern, oder wie läuft das? Ja, genau. Wenn Sie Wunderbar. den wieder benutzen wollen. Und das ist jetzt auch sicher getestet und funktioniert alles sicher mit Ja, Ihren also Supertests. definitiv grün. Okay, wunderbar. Gut. So, wunderbar. Das war der Quatsch zum Testen. Und zwar einfach nur, damit ihr mal seht, zwei Dinge. Erstens, Tests sind wichtig. Ja, das sollte jedem hoffentlich klar sein. Man muss irgendwie testen, ob das, was man programmiert hat, auch funktioniert. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dieses Maven, mit dem wir euch dieses Semester quälen, das stellt sicher, dass man nur funktionierende Dinge auch wirklich zusammenpackt und ausliefert. Und das ist ziemlich cool, gerade wenn man Software mal so im größeren Rahmen einsetzen will und nicht nur in der SWT-Übung. Nichtsdestotrotz werdet ihr ja auch Tests schreiben, hoffentlich während des Semesters, für das, was ihr programmiert. Und wenn wir dann sagen, so, jetzt packt das mal zusammen und liefert das bei uns ab,
dann könnt ihr auch sicher gehen, dass wenn ihr das mit Maven zusammenpackt, dass dann auch eure Tests grün werden. Dass zumindest die Tests grün sind. Ob das Ganze dann richtig ist, können wir immer noch sehen. Das kann man natürlich auch mit Tests nicht sicherstellen, aber das werden wir dann später nochmal in der Vorlesung genau beleuchten. Aber Tobi gibt euch jetzt trotzdem erstmal eine kurze Einführung genau. Zum Thema Testen. Zuallererst mal kurze Frage. Wir waren uns nämlich nicht ganz sicher. In Programmieren, haben Sie da schon JUnit bearbeitet, alle mal heben, wenn das richtig war? Gut, also nein, also nur die Hälfte. Also, okay. Also die Hälfte. Vielleicht sollte ich fragen, wer war alles im Programmieren? Okay, und davon hat die Hälfte JUnit gesehen. Das ist eine Schnittmenge, aber es sind nicht genau die gleichen. Vielleicht in unterschiedlichen Semestern vielleicht noch. Das kann natürlich sein. Wurde im letzten Semester JUnit durchgesprochen in Programmieren? Ja? Gut. Ausführlich oder nur so ein bisschen am Rande? So, es gibt okay, also genauso wie wir das jetzt auch tun werden. Sehr schön. aber vielleicht erzähle ich heute noch ein bisschen was Neues. Schauen wir mal. Also, es geht ums Testen. Funktioniert der? Ja, genau. Naja, schauen wir uns doch erstmal an, was ist denn überhaupt so ein Testfall, wovon wir hier die ganze Zeit sprechen. Naja, wir versuchen sicherzugehen, dass das Programm genau das tut, was wir von ihm erwarten. Das ist das, was wir mit Testen verstehen. Und ein Testfall ist dementsprechend immer genau eine Ausführung eines Programms unter bekannten Bedingungen. Das heißt, wir geben rein, was wir denn erwarten oder was die Eingabedaten sind für das Programm und erwarten eine bestimmte Ausgabe. Das heißt, ein Testfall muss auch immer irgendetwas testen. Das haben wir ja gerade eben schon gesehen. Naja, einfach nur grüne Testfälle zu erzeugen, ist relativ einfach. Naja, baut man halt keine Zusicherungen in die Testfälle. Nicht so richtig sinnvoll, denn man testet nicht das, was man tun will, sondern man testet nur, ob das Programm nicht abstürzt. Und das ist nicht das, was man in allermeisten Fällen unter Testen verstehen möchte. Genau, wir wollen also eigentlich mit den Testfällen Defekte in dem Programm aufdecken und andere Defekte, als ob das Ganze einfach überhaupt läuft. Da das Ganze natürlich auch automatisiert ablaufen sollte und nicht so, wie wir es gerade eben gesehen haben, naja, man muss immer auf die Kommandozeile gucken und irgendwelche schönen Sys-Outs da reinbauen, damit man sehen kann, ob irgendetwas tut. Naja, das funktioniert vielleicht noch in einem kleinen Projekt, wie jetzt diesem wunderschönen Calculator. Aber sobald man ein großes Projekt hat, wo man auch mit mehreren Leuten dran arbeitet, was vielleicht mehrere hunderttausend Zeilen Code und mehrere hundert oder tausend Testfälle hat, dann will nicht jeder sich immer irgendeinen Tester da hinsetzen und überprüfen, ob die Ausgaben denn genau das tun, was wir erwartet haben. Das heißt, man möchte eigentlich eine Art Boolean-Wert zurückliefern können, ob denn das Programm oder auch den Teil, den man gerade testet, das tut, was man erwartet hat. Genau, das heißt, man hat immer diese Zusicherung, die wir gerade eben schon gesehen haben. Wir werden die gleich noch im Detail anschauen. Und diese geben einem dann die Information, tut es denn das, was man macht, was man erwartet hat. Man kann natürlich optional auch noch auf Ausnahmen oder etwas anderes testen. Das zeige ich Ihnen gleich auch noch genauer. Aber so hat man natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren. Man kann große Testmengen schreiben und diese dann verwenden und auch vielleicht regelmäßig ausführen. Der Idealfall in den meisten Firmen ist so, dass über Nacht die Testfälle laufen oder jedes Mal, wenn eine neue Einbuchung in das Depot geschieht, wird der gesamte Quelltext nochmal überprüft, indem die Tests, die vorher geschrieben wurden, darauf angewandt wurden. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn da immer jemand sitzen muss und das Ganze überprüfen muss. Das heißt, man kann sie als Regressionstests benutzen. Regressionstests, das werden wir nachher in der Vorlesung auch noch genauer besprechen, beschäftigen sich damit, dass man immer wieder das Programm unter denselben Bedingungen testet. Man hat also einen Satz an Testfällen, die sagen, naja, das muss das Programm erfüllen. Und jedes Mal, wenn sich was ändert, überprüfen genau diese Tests wieder. Genau, das hier unten, naja, weitere Informationen in den Programmieren-Vorlesungsunterlagen. Wir setzen die natürlich voraus, was Sie da schon haben. Wir haben hier aber auch schon ein paar Informationen noch gegeben. Ich bin also noch nicht fertig. Ganz so oberflächlich mache ich es auch nicht. Genau. Was benutzen wir in der Vorlesung, in der Übung zum Testen? Naja, immer noch JUnit 4. Es gibt mittlerweile schon JUnit 5. Da aber in der Wirtschaft und auch sonst überall JUnit 4 fast überall noch Standard ist und die Konzepte sich nicht groß geändert haben, bleiben wir erstmal bei JUnit 4 hier in der Vorlesung. Genau. Was ist JUnit 4? Naja, es ist ein Rahmenarchitektur für das Ausführen von Testfällen. Es gibt diese Unit-Frameworks, auch für andere Sprachen wie C-Sharp oder PHP oder sonstiges. Die heißen immer irgendwie, C-Unit, N-Unit, wie auch immer. Und die beschäftigen sich damit, diesen ganzen Prozess des Testens zu automatisieren und ein standardisiertes Verfahren zu bieten, um das Ganze umzusetzen. Genau.
So, warum ist das jetzt eine Rahmenarchitektur? Naja, eine Rahmenarchitektur vereinfacht einfach dieses Schreiben der Testfelder, denn wir haben ein standardisiertes Grundgerüst, was uns dabei hilft, lesbare Testfelder zu schreiben, die jeder verstehen kann und wo jeder weiß, wie er damit umzugehen hat. Das heißt, wir können damit ganz leicht einfach neue Testfelder hinzufügen, können aber auch ganz klar definieren, was wir denn vorher erwarten und was wir nachher auch herauskommen bekommen wollen. Und wir haben die Möglichkeit, auch die Testfälle in größeren Testmengen zusammenzufassen, die in bestimmte Strukturen zu pressen, dass wir bestimmte Tests nur ausführen, wenn wir zum Beispiel etwas an dem Modul ändern, führen wir nur die Tests aus und so weiter. All diese Möglichkeiten bietet uns die Rahmenarchitektur an der Stelle. Genau. Und natürlich ganz wichtig, das Ganze zu automatisieren. Was ist jetzt in JUnit eine Testklasse? Naja, sie enthält die Testfälle in Form von Methoden. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Klasse, genauso eine Klasse wie unsere Java-Klassen, die wir sonst schreiben. Und dort drin sind dann wiederum Methoden enthalten, die die eigentlichen Testfälle darstellen. Das heißt, wir haben da in der Regel dann auch Referenzen zu den zu überprüfenden Testobjekten. Man macht in der Regel eine, naja, wenn man Unit-Test Cases schreibt, also Testfälle für bestimmte kleinere Einheiten, hat man vielleicht pro Klasse, die man testen möchte, mindestens eine Testklasse auf der anderen Seite in den Testfällen oder in den Testklassen, die tatsächlich auch meistens im selben Paket liegen. Gerade wegen den Sichtbarkeiten interessant, wenn man Sachen testen möchte, die nicht nach außen hin sichtbar sind, sondern vielleicht auch nur lokal in dem Paket zur Verfügung stehen. Genau, und was machen wir dann da in diesen Testklassen und diesen Testmethoden? Naja, wir benutzen dann die Zusicherung, die wir gerade eben auch schon gesehen haben, die aus dem Paket org.junit assert stammen und uns immer diese genauen Soll-Ist-Werte oder Soll-Ist-Vergleiche zur Verfügung stellen. Wir können also immer sagen, für ein Objekt, für die ganzen primitiven Datentypen natürlich, aber auch für Objekte, was ist der Wert, den wir erwarten und was ist der gerade zurückgeliefert worden. Und je nachdem ist dann der Testfall grün oder halt eben nicht. Genau. Wie sieht das Ganze dann jetzt in der Umsetzung aus? Naja, wir haben, wie gesagt, ganz normale Java-Klassen, die diese Testfälle darstellen, mit einer Besonderheit, dass dort diese Annotationen hinzugefügt wurden. Wer kennt sich denn schon ein bisschen mit diesen Annotationen aus? Wer hat das schon mal gesehen, dass da irgendwas mit add irgendwas davor steht? Gut, das haben also auch welche in Programmieren schon JUnit benutzt, finde ich auch gut. Nein, also das Add-Override hat wahrscheinlich jeder von Ihnen schon im Programmieren gesehen. Diese Annotationen, die es seit Java 5 in Java gibt, sind eigentlich nur Metainformationen, die dem eigentlichen Quelltext hinzugefügt werden. Sie sind also kein ausführbarer Code. Diese ganzen Add-Annotationen geben nur weitere Informationen. Das heißt, die beeinflussen nicht direkt den Quelltext und wie dieser verarbeitet wird, sondern im Nachhinein können sie Werkzeuge unterstützen, die dann diese Informationen auslesen können. Es gibt zum Beispiel diese Add-Deprecated-Annotation. Weiß jemand, was die tut? Ja? Nochmal? Ihr Kommiliton hat gesagt, sie zeigt, wo veralteter Code liegt. Ja, genau, ich meine, es steht tatsächlich auch schon da. Genau, man benutzt diese Annotation zum Beispiel genau dann, wenn man wenn man viele Kunden hat, oder viele Personen, die Software benutzen und man jetzt von einer Version auf die nächste Version irgendetwas ändern muss, was tatsächlich die Signatur einer Methode ändert oder sie vielleicht auch vollkommen rausnimmt. Wenn man jetzt natürlich diese direkt löscht und einfach rausnimmt, ist vielleicht nicht so gut für all die Leute, die Software dafür bauen und die benutzen wollen. Es kommt vielleicht ein bisschen kurzfristig. Stellt man sich mal vor, naja, zum Beispiel Microsoft würde auf einmal eine Funktionalität rausnehmen und das direkt ausliefern. Okay, Microsoft liefert nicht direkt aus, aber genau, das könnte zu Problemen führen an der Stelle. So, diese Annotation haben wir aber auch in JUnit. Schauen wir uns mal so eine Testklasse an. Jetzt in dem Fall der Bibliothekstest mit dem zu testenden Objekt Bibliothek und den drei Methoden. Einmal die Baue-auf-Methode, die Räume-auf-Methode und die Buch-ist-in-Bibliothek-Methode. Jetzt haben wir hier diese Annotation mit add before, add test und add after, die jetzt uns Metainformationen dazu geben, was denn diese einzelnen Methoden eigentlich für eine Funktion tragen. Die add before-Annotation sagt uns, dass diese Methode immer dann aufgerufen wird, bevor ein Testfall
bevor ein Testfall ausgeführt wird. Die AddAfter wiederum wird jedes Mal ausgeführt, nachdem ein Testfall ausgeführt wurde. Und AddTest gibt uns die Information, dass das jetzt eigentlich ein Testfall ist, der tatsächlich etwas testet. Das heißt, wir haben hier sowas wie ein Setup und etwas, was wieder aufräumt nach jedem Testfall und hier den eigentlichen Test. Das heißt, hier wird jetzt mit diesem Assert überprüft, ob denn dieser boolsche Wert hier, der von der Prüferverfügbarkeit-Methode zurückgegeben wird, tatsächlich true ist. Das Mikro, ja, Mikro hat ein paar Aussetzer, hat es letzte Woche, glaube ich, auch schon. Genau. Und man kann jetzt hier noch eine Fehlernachricht mitgeben, damit derjenige, der die Tests nachher sieht und das Ganze überprüfen muss, dann auch weiß, warum denn dieser Testfall nicht grün geworden ist oder nicht korrekt war. Das habe ich, glaube ich, alles gesagt. Das ist für Ihren Ausdruck. Jetzt noch mal ein bisschen genauer dazu, was es denn noch für Assert-Methoden gibt. Denn JUnit oder bietet ziemlich viele von denen an, wobei die meisten eigentlich irgendwas mit Assert Equals darstellen. Denn Assert Equals ist das Überprüfen von Soll- und Ist-Werten in irgendeiner Form. Man kann das mit Objekten oder halt, wie gesagt, auch mit direkt mit primitiven Datentypen umsetzen. Assert Same ist noch ein bisschen restriktiver, denn hier geht es darum, dass es sich tatsächlich um das gleiche Objekt handeln muss. Das heißt, dieselbe Referenz muss dort hinterlegt sein. Im oberen Fall müssen die beiden Objekte nur anhand ihrer Equals-Methode gleich sein. Genau. Hier unten haben wir noch den Fall für Double oder andere Floating-Point-Werte, wo man noch ein Delta angeben kann. Das ist natürlich sinnvoll, da man ja, je nachdem, auf welchem Rechner und wie das Ganze umgesetzt wird, doch Probleme bekommen kann mit Rundungsfehlern, mit Floating-Point-Geschichten. Das heißt, wenn irgendwas mit Floating-Points vergleichen will, ist es immer gut, mit einem gewissen Delta zu arbeiten an der Stelle. Das heißt, dieser Testfall, wenn man dieses Assert Equals mit dem Double und dem Delta reingibt, kann auch dann grün sein, wenn die beiden Double-Werte nicht exakt gleich sind, sondern um dieses kleine Delta sich unterscheiden. Dann haben wir noch die Fälle mit Assert True und Assert False, wo man einfach nur boolsche Ausdrücke reingeben kann, die man natürlich vorher auch vorverarbeiten kann. Also man könnte auch dieses Assert Equals natürlich vorher in die Form bringen, aber ich würde immer empfehlen, das Assert Equals zu benutzen, denn dieses gibt auch direkt eine Fehlermeldung, sagt, wie eben in dem Fall, dass 10 nicht gleich 25 ist. Genau. Und es gibt noch zwei weitere Fälle, einmal Assert Null und einmal Assert Not Null, die, glaube ich, auch selbsterklärend sind in dem Fall, wenn die Referenz von diesem Objekt halt Null ist oder nicht. Genau. Und wie gesagt, für jede dieser Varianten gibt es auch noch eine Variante mit Zeichenkette, die dann eine genauere Nachricht ausgeben sollte für den Tester oder denjenigen, der das Ganze auswertet, was denn jetzt wirklich hier schiefgegangen ist. Jetzt noch mal kurz zu den Annotationen. Ich habe da jetzt schon ein paar von erwähnt, aber es gibt noch mindestens mal zwei wichtige andere. Die AddTest-Methode markiert, wie gesagt, immer einen Testfall. Es gibt aber auch noch Sachen, die man dort zu dieser Annotation, der AddTest-Annotation hinzufügen kann, nämlich Informationen, was man denn in diesem Testfall noch erwarten könnte. Man kann nämlich auch sagen, man möchte, dass dieser Testfall nur dann grün wird, wenn eine gewisse Exception ausgelöst wird. Das ist für uns die einzig weitere Variante, außer den Zusicherungen mit den Asserts, die für uns einen gültigen Testfall darstellen. Das heißt, entweder muss ein Testfall irgendeine erwartete Exception oder diesen Timeout haben, weil dann testet er auch etwas, entweder die Zeit, die Laufzeit von diesem Test oder ob eine gewisse Ausnahme ausgelöst wird. Oder es muss sich mindestens eine sinnvolle Zusicherung im Testfall befinden. Alle Tests, die das nicht tun, sind für uns keine gültigen Testfälle, denn sie testen nicht, ob ein gewisses erwartetes Verhalten tatsächlich auftritt. Nur, dass sie das im Hinterkopf behalten für die Übung. Eine weitere Annotation, die man an die Methoden ranschreiben kann, das ist die AddIgnore-Annotation. Die sagt, dass dieser Testfall noch gar nicht grün werden kann. Also man kann hier Testfälle markieren und sagen, sie werden einfach ignoriert bei der Ausführung. Das ist immer dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel zwei Teams hat. Das eine Team macht die Testfälle, das andere implementiert tatsächlich den Quelltext, das Programm, was man umsetzen will. Dann kann es natürlich sein, dass schon Dinge in Testfällen erwartet werden, die noch gar nicht umgesetzt wurden. Und genau dann kann man AddIgnore benutzen, zum Beispiel sagen,
na, dieser Testfall kann noch nicht grün werden, wir möchten aber trotzdem die anderen Testfälle ausführen und kann einfach die Informationen noch mitgeben. Zum Beispiel die Funktionalität fehlt halt einfach noch an der Stelle. Die beiden AddBefore und AddAfter haben wir eben schon gesehen. Wichtig ist hier der Unterschied zwischen diesen beiden zu den unteren beiden, denn AddBefore wird tatsächlich vor jedem Testfall in einer Testklasse ausgeführt. AddBeforeClass wird nur einmal am Anfang der gesamten Testklasse benutzt. Ebenso ist es bei AddAfter und AddAfterClass. Das ist übrigens auch eine der Änderungen, die dann in JUnit 5 umgesetzt wurden. Denn, naja, sie haben festgestellt, dass diese Benamung vielleicht ein bisschen, naja, misleading sein könnte. Sie haben das Ganze geändert in Before Each und Before All, was auch der größte Unterschied ist und warum die Sachen nicht kompatibel sind. Genau. Schauen wir uns das Ganze mal an einem kleinen Beispiel an. Wir haben jetzt hier die Testklasse Bibliothek Test mit verschiedenen Methoden. Und hier haben wir eine AddBefore-Class-Methode, eine AddBefore, zwei Testfälle und eine AddAfter und eine AddAfter-Class. Wenn wir uns jetzt die Reihenfolge anschauen, in der diese Methoden aufgerufen werden vom Rahmenwerk, Rahmenarchitektur JUnit, kommt zuerst natürlich die AddBefore-Class, weil sie wird als allererstes aufgerufen, bevor alle anderen Sachen in der Klasse benutzt werden. Dann wollen wir natürlich den ersten Testfall ausführen, aber vor dem ersten Testfall wird die AddBefore-Methode ausgeführt. Dann wird einer der Testfälle ausgewählt. Weiß jemand welchen? Ja? Ihr Kommilitone hat gesagt, die Reihenfolge kann nicht garantiert werden. Genau das ist der Fall, denn bei JUnit ist die Reihenfolge der Testfälle nicht vorgeschrieben. Einfach zeithalber würde ich jetzt mal sagen, wir fangen mit dem oberen an, aber es hätte auch genauso gut der untere sein können an der Stelle. Wichtig hierbei, und warum das auch in JUnit so umgesetzt ist, Testfälle sollten nie voneinander abhängen. Also mehrere Testfälle, die man schreibt, sollten nie mit einem anderen Testfall in Verbindung stehen, weil genau dieses Problem dann entsteht. Wenn man eine Referenz oder irgendetwas erwartet, was in einem anderen Testfall aufgebaut wurde, hat man das Problem, dass, wenn die Reihenfolge sich ändert, dies nicht mehr garantiert werden kann. Man kann also nicht erwarten, dass diese Testfälle irgendwie miteinander kommunizieren können. Alles, was man vorher aufbauen oder benutzen möchte, muss vorher in den AddBefore oder den AddBefore-Class-Methoden geschehen und nicht in einem anderen Testfall. Das ist ganz wichtig. So, jetzt haben wir den Testfall Buch ist in Bibliothek ausgeführt. Dann kommt als nächstes, ich glaube, wir brauchen neue Batterien. Haben wir dafür noch Batterien? Sonst gehe ich einfach da vorne hin. Genau, also als nächstes kommt natürlich die AddAfter-Methode, denn wir haben gerade einen Testfall ausgeführt und möchten jetzt den nächsten Testfall testen. Naja, jetzt geht es natürlich wieder mit der AddBefore-Methode los. Wenn die wird vor jedem Testfall ausgeführt. Das heißt, wenn wir Buch ausleihen testen wollen, muss jetzt in diesem Fall wieder das Baue auf passieren. Ebenso passiert dann danach auch wieder das AddAfter, das sehen wir jetzt hier mit der 7. Und als letztes abschließend, nachdem alle Testfälle durchgeführt wurden, die AddAfter-Class-Methode. Das heißt, eigentlich benutzt man diese AddBefore-Class und AddAfter-Class für Dinge, die wirklich sehr zeitaufwendig sind, die man nur einmal machen möchte für diese gesamte Testklasse. Sowas wie Verbindungen zu irgendwelchen Datenbanken, irgendwas laden von irgendwelchen Modellen, alles, was viel Zeit kostet. Alles, was aber nur kurzfristig und für den einzelnen Testfall wieder relevant ist, macht man dann in den AddBefore und den AddAfter-Klassen. Wichtig ist natürlich auch, alles, was wir aufbauen, müssen wir auch wieder abbauen, aber das sollten Sie auch schon aus Programmieren kennen. Deswegen ist immer wichtig, wenn man irgendwelche Verbindungen zu irgendwelchen Datenbanken aufbaut, immer auch sicher gehen, dass man sie in den AddAfter- oder AddAfter-Class-Methoden wieder abbaut. Genau. Schauen wir uns das Ganze nochmal kurz, in Eclipse an. Das haben wir eigentlich eben schon gesehen. Gibt da diese wunderschöne Darstellung. Man kann das Ganze natürlich aber auch auf der Konsole oder in IntelliJ oder in irgendeiner anderen Entwicklungsumgebung ausführen. Sieht alles ziemlich ähnlich aus. Man kann halt sagen, meistens mit Rechtsklick oder irgendeiner anderen Variante, man möchte die Testfälle ausführen. Man kann sagen, welche Testfälle man ausführt und dann laufen diese durch und man kriegt Informationen darüber, ob die funktioniert haben oder nicht. Meistens kriegt man noch zum Beispiel in Eclipse die Informationen, dass was da jetzt genau nicht funktioniert hat, wie wir es eben auch gesehen haben, mit 10 ist nicht gleich 25.
oder halt auch eine selbstgewählte Nachricht, die dann an der Stelle ausgegeben wird. Genau. Wir haben auch eben schon gesehen, dass das Ganze auch in Maven integriert ist. Das heißt, Maven Package benutzt eigentlich intern auch noch den Aufruf Maven Test. Dieser führt dann auch die Tests aus, weil man ja natürlich sicher gehen möchte, dass das, was man ausliefert, Package ist ja eigentlich nichts anderes, als alles zusammenzupacken, damit man es ausliefern kann, auch dem entspricht, was man eigentlich tun möchte, nämlich dem korrekten Programm. Das heißt, wir hatten jetzt einen kurzen Überblick darüber, was denn Testfälle sind und warum wir die betrachten wollen und warum das wichtig ist. Es kommt aber auch noch ein Kapitel Testen in der Vorlesung relativ am Ende, wo es dann tatsächlich mehr um die Konzepte hinter dem Testen geht, warum man das tun möchte, Qualitätssicherung und alles, was damit zusammenhängt. Aber Ihnen sollte bewusst sein, dass Testen sehr wichtig ist in der Softwaretechnik, denn wenn wir nicht garantieren können, dass unser Test oder unsere Software das tut, was wir eigentlich von ihr erwarten, können wir auch nicht dafür irgendwelches Geld verlangen oder zumindest sicher gehen, dass unsere Softwareentwicklung produktiv und auch erfolgreich sein kann. Und JUnit und die Testfälle, die man da schreibt, sind dementsprechend den Weg, den man dafür gehen muss. Häufig ist es sogar so, dass Projekte deutlich mehr Testcode enthalten als eigentlichen Quellcode, weil um umfassend testen zu können, es nicht so einfach ist, mal eben jetzt hier alle Fälle abzudecken, je nachdem wie komplex das Programm ist. Genau deshalb komme ich jetzt auch noch zu einem weiteren Punkt. Wie kann ich denn jetzt feststellen, wann ich fertig bin mit dem Testen? Man kann sich überlegen, ich möchte ja mindestens mal alles, was ich geschrieben habe, irgendwie abgedeckt haben. Und genau dieses Prinzip machen diese Tools wie zum Beispiel Emma. Emma ist ein Tool zur Überprüfung der Abdeckung von Testfällen. Man schaut sich also an, ich führe alle meine Testfälle aus, die ich mir bisher angeschaut habe, wie viele meiner zum Beispiel Klassen, Methoden oder auch einfach Zeilen meines Quelltextes habe ich damit überprüft. Das heißt natürlich noch nicht, wenn ich jetzt 100% Überdeckung in diesem Fall habe, dass ich auch 100% aller Funktionalität überprüft habe. Denn das kommt so ein bisschen darauf an, wie man diese Überdeckung ermittelt. Man kann sich natürlich überlegen, man schaut sich nur jeden Block genau einmal an, aber vielleicht will man ja sagen, wenn man einen gewissen Weg durch das Programm hat, dass man vielleicht auch noch in einer anderen Reihenfolge die verschiedenen If- oder Vorschleifen abarbeiten möchte und dann dementsprechend anders testen möchte. Aber trotzdem bieten diese Prüfprogramme einem die Chance, einen gewissen Anhaltspunkt zu erhalten, wie viel man denn tatsächlich schon getestet hat. Aber man ist mit dem Testen eigentlich nie wirklich fertig und kann auch nie sicher gehen, dass man alle Fehler in einem Programm ausgemerzt hat. Schauen wir uns das mal kurz noch in Eclipse an. Also Emma in Eclipse zum Beispiel gibt einem dann so Informationen wie, ich habe zum Beispiel die Klasse Abstract State Machine Test, die man da unten sieht, die testet, wobei das jetzt eigentlich nicht so richtig sinnvoll ist, weil hier jetzt Testcode überdeckt wird. Man muss sich eigentlich die oberen Pakete anschauen, weil das sind der eigentliche Produktivcode. Und der wird dann überdeckt. Man kriegt eine Information, zu wie viel Prozent da die Zeilen überdeckt werden. Und man kriegt auch noch recht hübsch dargestellt, wie das Ganze im Quelltext selbst aussieht. Genau. Ja, das ist eigentlich alles klar. Genau, vielleicht noch der Hinweis für die IntelliJ-Nutzer unter uns. Da gibt es das auch, ist sogar schon eingebaut. Muss man nicht mal mehr ein Plugin installieren, da kann man einfach Rechtsklick, Test with Code Coverage anklicken und schon hat man genau das gleiche, wie man hier mit Emma erreicht. Ja, man muss aber da noch zu sagen, dass nur die Line Coverage die ist, die hier auch in Emma dargestellt ist. Genau. Also bei IntelliJ gibt es nur Class, Method und Line Coverage, aber die eigentliche Anweisungsüberdeckung ist dann die Line Coverage. Genau. Gibt es zum Testen Fragen? Ja? Mhm. Die Frage ist, Kommilitonen war, ob es üblich ist, Testfälle mit JavaDoc zu kommentieren. Normalerweise nicht. Also, weil, wenn sie nicht nach außen hin, also man kann ja auch Test
Code schreiben, der tatsächlich eine Test-Suite anbietet, die wiederum nach außen hin sichtbar ist, die man benutzen möchte, um irgendwelche anderen neuen Testfälle zu schreiben. In dem Fall möchte man natürlich das auch kommentiert haben. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Obertestklasse angibt, die einem bestimmte Funktionalitäten zur Verfügung stellt, um dann weitere Untertestklassen zu schreiben, dann möchte man auch Javadoc haben, weil dann vielleicht wieder andere Personen damit arbeiten möchten. Aber generell muss man nicht unbedingt Javadocs für Testfälle schreiben. Genau, also wir werden das auch in der Übung nicht erwarten, es sei denn, es steht explizit dabei. Genau, hier ist noch eine Frage. Die Frage Ihres Kommilitonen war, ob private Methoden mit Javadoc versehen werden sollten. Generell nein. Das heißt aber, das heißt nicht, dass man es nicht trotzdem tun sollte an manchen Stellen. Also Javadoc ist dafür da, dass man nach außen hin die Schnittstelle einer Klasse und aller Informationen nach außen sichtbar gut dokumentiert. Derjenige, der es benutzen möchte, sollte es verstehen. Manchmal kann es aber auch hilfreich sein, gerade wenn man in einem großen Team arbeitet, dass man auch private Methoden mit Javadoc versieht. Denn der nächste Entwickler, der die Klasse wieder anfasst, muss auch verstehen, was dort geschieht und möchte das auch verwenden. Also das muss man von der Situation abhängig machen. Generell ist es aber so, dass eigentlich nur nach außen hin sichtbare Methoden dokumentiert werden. Genau. Sonst noch Fragen? Gut, sonst darf Sebastian gleich auch noch mal ein bisschen reden. Ich komme jetzt nochmal als Chef wieder, wenn ich darf. Ach, wirklich? Ja. Muss das sein? Doch, mache ich jetzt. Okay. Gut, also, Testen ist fertig. Wir gehen nochmal kurz zurück in unser Setting von gerade eben und ich bin nochmal der Chef, auch wenn es schwerfällt zu glauben. Und 3, 2, 1. Tobi, alles Mist. Wir müssen wieder zurück auf den Stand von letzter Woche. Der Kunde wollte das so, ist jetzt ein bisschen blöd für den Herrn Bertsch, den wir entlassen haben, aber der ist auch schon woanders untergekommen, ist nicht ganz so schlimm. Der ist jetzt an der Schwäbischen Hochschule für Informationstechnologie in Stuttgart. Da, wo man halt so da, hinkommt. Da, wo er hingehört, oder? Da, wo er hingehört, genau. Da, wo man halt hinkommt, wenn man scheitert in der Wirtschaft. Und das heißt, um den brauchen wir jetzt keine Sorgen machen, aber ganz wichtig, wir müssen weiter Geld verdienen. Und der Kunde wollte das tatsächlich so mit dem 5 plus 5 ist gleich 25. Haben da, auch aus warum NRW? Auch immer. Nicht nachfragen, wir brauchen auf jeden Fall die Version von letzter Woche. Ja, also, Chef, zack, zack. Das ist jetzt aber blöd, weil ich habe die ja geändert. Also die habe ich jetzt nicht mehr. Die haben Sie geändert? Sie müssen dann noch die Version das jetzt von... repariert. Sie haben das repariert, ja schön, ich brauche die Version von letzter Woche. Der Kunde wollte die alte Variante haben, das steht so im Vertrag, wir müssen Geld verdienen. Wenn jeder so arbeitet hier mit, ach, wir geben gleich das Richtige ab, da kriegt ja keiner mehr eine Yacht im mittleren Management. Ja gut, Chef, ich kann mich jetzt ja schon hinsetzen heute Nachmittag und das dann wieder zurück. Tobi, also so wird das nichts mit uns zusammen in dieser Firma. Ich will Geld verdienen, Sie wollen auch einen kleinen Brocken davon abhaben. Sie müssen da mal ein bisschen zuverlässiger werden. Wir brauchen das sofort. Wir müssen das sofort ausliefern, ansonsten verlieren wir jetzt einen Haufen Geld. Aber wir können es natürlich auch so machen, das Geld, was jetzt futsch ist, das ziehe ich Ihnen über die Jahre vom Gehalt ab. So lange, bis wir das wieder drin haben oder bis ich meine Yacht habe, je nachdem, was früher passiert. Da bin ich großzügig. Das ist aber nett von Ihnen. Da bin ich sehr großzügig. Also sehen Sie mal zu, dass Sie die Version von letzter Woche bekommen. Ja gut, also ich werde mich beeilen, aber wie gesagt, das war ein sehr aufwendiger Umbau, den muss ich, also brauche ich mindestens mal 2 Stunden für. Ja, Chef. Wunderbar. Wissen Sie, was das schon wieder kostet? Viel, viel Geld. Na, ich koste doch gar nicht so viel. Ja, aber nur, weil ich dafür gesorgt habe. Gut, also, viel, viel Geld ist genau das Stichwort, auf das ich hinaus wollte. Auch wenn das uns natürlich inhaltlich nicht motivieren sollte, klar, aber Fakt ist, die Version, die man da so hat von seiner Software, nicht unter Kontrolle zu haben oder von allem, was man baut, die Version nicht unter Kontrolle zu haben, das ist irgendwie teuer. Und das ist einem jetzt auch nicht gerade eben erst aufgefallen in unserer super Firma hier, sondern das Problem existiert schon relativ lange. Und das Stichwort ist tatsächlich teuer. Fällt jemand ein Forschungsgebiet ein, wo auch Industrie immer mit dabei ist, was relativ teuer ist, wenn man was baut und es geht kaputt? Teures Forschungsfeld da ganz hinten. Bitte? Raketen, sagt da jemand, Raketen. Diese kleinen Spielzeugraketen? Ah, die Ariane 5, gell, die war teuer. Ja, genau, sowas. Also, der geht immer noch nicht. Ich probiere es nochmal. Doch, funktioniert wieder, wunderbar. Genau, das ist genau das richtige Stichwort. Die Raumfahrt.
Also dass das mit diesen Konfigurationen, mit diesen Versionen von Dingen, ob das jetzt Software ist oder andere Dinge, die man baut, irgendwie wichtig ist, das ist schon in den 50er, 60er Jahren aufgefallen, als man eben genau angefangen hat, sich in der Raumfahrt ein bisschen größer zu beteiligen, Raketen, Satelliten ins Weltall zu schießen, dann wird einem relativ schnell klar, wenn man so ein Ding baut, das ist A, teuer und B, wenn man es ins Weltall einmal geschossen hat und dann feststellt, oh, die Steuerungseinheit, die war jetzt nicht so gut, dann kann man halt nicht sagen, holen wir es mal zurück und schauen uns nochmal an, was da falsch gelaufen ist. Das heißt, man sollte sich Gedanken darüber machen, was man da eigentlich gerade gebaut hat. Und am Anfang hat man das tatsächlich nicht getan, sondern hat einfach wild drauf losgebaut, hatte am Anfang vielleicht mal einen Plan, ja, und dann hat man den umgesetzt, dann ist auf dem Weg aufgefallen, das funktioniert so alles gar nicht, dann hat man es geändert und plötzlich passt halt das, was man vorher mal geplant hat und das, was man schließlich gebaut hat, nicht mehr zusammen und dann schießt man es ins All, es ist kaputt und keiner weiß mehr, was eigentlich jetzt schiefgelaufen ist. War es die Änderung, war es von vornherein kaputt? Keine Ahnung. Und deshalb hat man festgestellt, es wäre doch irgendwie ganz gut, wenn wir das irgendwie mal dokumentieren und die einzelnen Konfigurationen auf dem Weg zu dem, was wir da ins Weltall schießen, mal dokumentieren, Konfigurationen aufschreiben, die Änderungen auch dokumentieren und gegebenenfalls Entwicklungsstände wiederherstellen können. Und das bezeichnen wir als Konfigurationsverwaltung. Und wenn wir jetzt mal weitergehen in die Softwarekonfiguration, dann ist Softwarekonfigurationsverwaltung die Disziplin zur Verfolgung und Steuerung der Evolution von Software. Ja, das ist die Definition, die Sie sich im Rahmen dieser Vorlesung merken sollten. Und wie fast immer gibt es nicht nur hübsche Definitionen von uns, sondern es gibt tatsächlich sogar einen ISO-Standard für Konfigurationsverwaltung. Und er sagt Folgendes. Konfigurationsmanagement stellt einen Mechanismus zur Identifizierung, Lenkung und Rückverfolgung der Versionen jedes Softwareelements dar. Ja, also wir wollen für jedes Softwareelement, egal was das jetzt ist, ist das ein Stück Quellcode, ist das irgendwie Ressourcen oder sonstiges, wollen wir es A, identifizieren können, wir wollen rückverfolgen können, was hat sich geändert und wir wollen vielleicht auch noch zwischen unterschiedlichen Versionen wechseln können, Varianten wechseln können. So, jetzt müssen wir mal noch ein bisschen tiefer reinsteigen in das Ganze. Denn wir sagen hier mal Konfiguration, was ist eigentlich eine Konfiguration? Ja, eine Softwarekonfiguration ist eine eindeutig benannte Menge von Softwareelementen mit den jeweils gültigen Versionsangaben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Produktlebenszyklus in ihrer Wirkungsweise und ihren Schnittstellen aufeinander abgestimmt sind und gemeinsam eine vorgesehene Aufgabe erfüllen. Lange Definition, was bedeutet sie? Wir haben einen gewissen Zeitpunkt oder eine gewisse Variante unserer Software und die funktioniert so geschlossen zusammen. Also wir haben eine Konfiguration gebaut, zum Beispiel von unserer Software die Version 1.1 und das funktioniert. Und dann können wir das zum Beispiel zum Kunden schicken oder an unser Testteam schicken und haben eine Konfiguration, die im Gesamten funktioniert. Und dann bauen wir eine neue Konfiguration und die sollte auch möglichst wieder lauffähig sein. So zumindest die Grundidee von Konfigurationen. Und was hier wieder markiert ist, ist so ein Software-Element. Ich habe gerade eben schon gesagt, das können unterschiedliche Dinge sein. Was ist denn jetzt in der Definition ein Software-Element? Naja, ein Software-Element ist erstmal jeder identifizierbare Bestandteil eines Produktes oder einer Produktlinie. Dabei kann jetzt ein Software-Element eine einzelne Datei sein oder auch eine ganze Konfiguration. Ja, also je nachdem, wie Sie das auffassen, haben Sie entweder Ihre einzelne Datei, Ihr Hello World Java, was Sie geändert haben, oder Sie haben einen Test noch dazu und der gehört mit zur Konfiguration oder noch Ressourcen, weil Sie den Text für Hello World erstmal einlesen müssen oder so. Das alles kann ein Software-Element sein und dann gibt es auch noch Produktlinien. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Entwickler bei Microsoft und für Office zuständig. Da hat man da so ein großes Paket, was alles zusammenhält, dieses Office-Paket. Dann hat man diese einzelnen Produktlinien, die sich eine gemeinsame Codebasis teilen. Sowas nennt man dann mal Produktlinie. Auch das zusammen kann alles eine Konfiguration sein. So, schauen wir noch genauer in die Software-Elemente rein. Was muss für die gelten? Jedes dieser Elemente hat einen eindeutigen Bezeichner und dieser Bezeichner, der ändert sich auch nicht. Ja? Also erstellen wir eine neue Version zum Beispiel von unserem Hello World, dann bekommen wir einen neuen Bezeichner. Und das machen wir deshalb, damit wir später die alte Version wiederherstellen könnten. Wie wir das genau machen, sehen wir noch später. Aber hätte das Tobias gerade gemacht mit seinem Calculator, dann hätte der irgendeine eindeutige Nummer gehabt und hätte sagen können, Calculator von letzter Woche, komm bitte wieder her. Und man hätte wieder auf ihn zugreifen können. Deshalb macht man das. Was man noch unterscheiden muss an der Stelle,
sind einmal Quellelemente bei den Software-Elementen. Das ist also das, was zum Beispiel gerade eben Tobias mit seinem Calculator gemacht hat. Er hat den einfach in Java runterprogrammiert und da kommt ein Java-Quelltext bei raus. Und wenn wir das Ganze kompilieren, dann kommt ein Kompilat dabei raus und das ist zum Beispiel ein abgeleitetes Element. Auch die können Software-Elemente sein. Also es muss nicht nur sein, dass wir den fertigen Quelltext irgendwo ablegen und uns merken wollen, sondern vielleicht auch das Kompilat oder andere abgeleitete Elemente. So viel zur Theorie. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen mehr zu dem, was wir eigentlich damit machen wollen. Wir wollen uns nämlich Versionen merken. So, was ist eine Version? Eine Version ist erstmal die Ausprägung eines Software-Elementes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist also unsere Version, die wir haben. Zum Beispiel die Calculator-Version von letzter Woche. Und dann machen wir eine neue Version davon und dann haben wir eine Revision. Wir haben das gleiche Ding weiterentwickelt, verändert und haben dann vielleicht eine Kette von zeitlich aufeinander folgenden Versionen. Ja? Wenn ich jetzt gesagt hätte, lieber Tobias, mach das doch das Ganze mal anders, benutze zum Beispiel zum Ausrechnen von deinem 5 plus 5 lieber eine Bibliothek, dann hätte ich sagen können, baue mal eine Variante. Ja? Und das gibt es auch noch. Es gibt also nicht nur die Versionen, die zeitlich nacheinander liegen, weil Tobias irgendwas repariert oder jemand anders was besser macht oder weiterentwickelt, sondern es kann auch Varianten geben. Wie das genau zusammenhängt, sehen wir besser auf der nächsten Folie. Da habe ich erstmal noch Revisionen. Ja, also ihr seht schon, Version 1, Version 1.1, Version 1.2, die hat man einfach in fortlaufenden Nummern in den einzelnen Revisionen. Und so eine Version 1.0 ist vielleicht die initiale Version, die wir an den Kunden verkaufen für viel Geld. Und die Version 2 ist die zweite Freigabe, so nennt man das, wenn man da wieder mal was rausgibt an die Öffentlichkeit. Und dazwischen kann es noch Zwischenversionen geben, die man eben weiterentwickelt von der Ursprungsversion. So, jetzt kann es aber sein, dass wir eben nicht nur diesen sequentiellen Radius haben, ja, dass wir uns nur in dieser einen Ebene bewegen und immer Dinge weiterentwickeln, sondern, wie ich gerade eben schon gesagt habe, vielleicht haben wir einfach mehrere Leute, die gleichzeitig an Dingen weiterentwickeln und vielleicht auch einfach mal was anderes ausprobieren wollen, eine andere Implementierung bauen wollen. Vielleicht muss einer das Ganze nochmal für Linux kompatibel bauen und der andere für Windows. Und dann müssen wir anfangen, Varianten zu bauen. Was machen wir jetzt mit Varianten? Zweigen wir ab von diesem Hauptzweig. Das ist der Hauptzweig. Da zweigen wir ab und geben denen wiederum eine Nummer. Wie machen wir das jetzt? Also angenommen, ich bin an dieser Stelle hier, habe meine erste Freigabe gebaut und sage dann, Tobias, baue mir mal eine Variante 1. Dann muss ich die wieder benennen. Wie mache ich das? Nenne ich die dann, ja, es wäre sinnvoll, die jetzt irgendwie vielleicht V11 zu nennen. Wäre das sinnvoll? Ja? Nein? Jemand eine Meinung? Da oben schüttelt jemand den Kopf. Ich habe es genau gesehen. Bessere Idee vielleicht? Ja? Okay. Also gerade wird vorgeschlagen, Version 1.0.1.0. Das ist eine gute Idee. Sowas können wir machen. Und zwar ist da die Idee, wir nehmen einfach vorne weg als Präfix die Version, von der wir abzweigen und dann gehen wir wiederum bei 1.0 los und können dann auch wiederum sequenziell neue Revisionen entwickeln. Das könnte dann so aussehen. Wir hätten dann hier vielleicht eine Version 1.0.1.1 und so weiter und so fort. Das Ganze können wir natürlich auch noch weiter treiben. Wir können noch mehrere Varianten haben. Dann würden wir vielleicht bei 2.0 anfangen zu zählen und den gleichen Präfix für die Ausgangsversion beibehalten. Ist das klar soweit? Wunderbar. So, was machen wir jetzt damit? Ich habe ja schon gesagt, wir wollen irgendwie nicht nur allein daran arbeiten, an unserer Software, auch wenn Ihnen das wahrscheinlich hier erstmal so passieren wird. Spätestens nächstes Semester im PSE werden Sie feststellen, es gibt noch andere Menschen in diesem Studiengang, mit denen Sie vielleicht sogar mal was zusammen programmieren müssen. Und dann sind Sie vielleicht ganz dankbar, dass Sie sowas schon mal gehört haben. Denn dann müssen Sie gegebenenfalls Software gemeinsam entwickeln. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum man das hier alles überhaupt tut. Das eine ist die Nachverfolgbarkeit, das andere ist die Arbeitsteilung. So, das heißt, wenn wir solche Situationen haben, dass Leute unterschiedliche Varianten entwickeln wollen, dann müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, wo diese Varianten denn überhaupt liegen und wie man denn Zugriff auf diese einzelnen Versionen bekommt. Und dazu legt man Software-Elemente gewöhnlicherweise in ein Depot.
Und das kann man sich im Grunde vorstellen wie eine Bibliothek, in der man dann Bücher ausleihen kann. So funktioniert das in einem Depot auch. Dort kann man eben die Software oder eine Version der Software ausbuchen und holt dann eben eine Kopie. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Bibliothek und sagen, ich hätte gerne das Softwaretechnikbuch von Balzert, weil ich glaube, da müsste man mal ein bisschen was verbessern. Ich habe jetzt Softwaretechnik 1 gehört, ich weiß das besser. Dann sagen Sie, okay, liebe Bibliothek, ich hätte gerne dieses Buch. Und dann bekommen Sie das auch. Und dann ist es normalerweise so, dass Sie eine Kopie bekommen, weil das Original, das gibt man irgendwie ungern raus. Und dann wird vermerkt, Sie haben das ausgeliehen und kein anderer darf dann irgendwelche Änderungen machen. Sie dürfen aber Änderungen machen, wieder zurückgeben und dann wird das eingebucht. Das nennt man übrigens striktes Ausbuchen, ja? Also nur Sie dürfen Änderungen machen. Wenn Sie das also wieder zurückbringen, dann haben Sie vielleicht Ihre Zettelchen dabei, auf denen Ihre Änderungen stehen für das Buch vom Balzert und dann legt das die Bibliothek ein, die Änderungen, die hoffentlich sinnvoll waren, merkt sich außerdem noch, wer das gemacht hat, merkt sich den Zeitpunkt der Änderungen, schreibt einen Logbucheintrag, also noch besser haben Sie den geschrieben, da haben Sie einfach kurz vermerkt, was Sie denn geändert haben, so Seite 91 war Quatsch. Und ich habe Folgendes geändert. Und dann ist im Grunde so eine neue Einbuchung entstanden. Ja? Wenn Sie dann noch eine Versionsnummer dran schreiben, dann haben Sie im Grunde genau das erreicht, was wir vorhin bei den Revisionen gesehen haben. Dann haben Sie eine Version 1.1 erzeugt. Dieses eingebuchte Element ist dann auch erstmal nicht mehr änderbar. Erst wenn Sie dann erneut zur Bibliothek, zum Depot hingehen und sagen, ich würde gern wieder was ändern, dann bekommen Sie eine neue Ausbuchung des Ganzen und können wieder Dinge ändern. Das Ganze nochmal als Diagramm. Sie sind hier der Benutzer, es gibt ein Depot, Sie sagen, liebes Depot, ich würde gerne diese Ausbuchung haben, ich hätte gerne ein Checkout. Dann bekommen Sie das änderbare Software-Element zugesendet, ändern etwas, checken es wieder ein und dann ist Ihre Änderung im Depot angekommen und jeder kann das sehen. Jetzt ist es so, dass das natürlich irgendwie, naja, langsam sein kann, wenn Sie der Einzige sind, der da was ändern kann. Deshalb unterscheidet man da zwei Varianten zu diesen Änderungen, die man durchführen kann, nämlich striktes und optimistisches Ausbuchen. Grundsätzlich ist es so, eine Kopie holen von dem, was da in der Bibliothek rumfliegt, kann jeder. Also Sie können jederzeit sich eine Kopie holen, der Software-Elemente und die anschauen, aber Sie dürfen dann eben nichts ändern. Und anders ist es, wenn wir optimistisches Ausbuchen praktizieren, dann eben können mehrere Leute gleichzeitig Änderungen durchführen. Und dann ist es eben so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, Tobias und ich, wir machen gleichzeitig Änderungen an dem Buch. Ich bin früher fertig, bring es zurück, sag hier, meins. Dann wird meine Änderung eingetragen und Tobias schaut gegebenenfalls in die Röhre. Ja, das heißt, da kann es dann passieren, dass Dinge ineffizient passieren. Das ist der Nachteil von diesem optimistischen Ausbuchen. Auf der anderen Seite, bei dem strikten Ausbuchen, stellen Sie sich vor, ich hole mir das Buch zur Änderung, werde krank oder wie der Herr Bertsch entlassen. Dann wird das irgendwie nie fertig. Ich habe das ganze Zeit das Buch da bei mir zu Hause rumliegen und nie kommt meine Änderung irgendwo an. Das heißt, es hat beides so Vor- und Nachteile und was man auch sagen muss, beim optimistischen Ausbuchen macht man das normalerweise nicht so strikt, dass man sagt, es darf nur einer seine Änderungen zurückbringen und der erste ist das halt, sondern man schaut noch genauer hin, gibt es denn da überhaupt Konflikte? Also ich habe auf Seite 93 was geändert, Tobias auf Seite 102, dann können wir einfach beide unsere Änderungen abgeben und man ist fertig. Anders sieht das aus, wenn wir beide auf Seite 93 was geändert haben, dann bekommen wir nämlich einen Konflikt. Und dann müssen wir das Ganze irgendwie manuell verschmelzen. In dem anderen Fall mit den unabhängigen Änderungen müssen auch Versionen verschmolzen werden, aber da ist das einfach kein Problem. Hier könnte es jetzt zum Problem werden. Ja, also wir gehen mal zurück zu einem Hallo Welt-Programm. Und in diesem Hallo Welt-Programm, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Woche so hattet, wir hatten das früher mal so drin. Ja, da hatten wir ein Hallo Welt-Programm und dem sagt man einfach Hallo Uni. Und wir machen da jetzt einfach Änderungen. Beide gleichzeitig, Tobias und ich. Tobias ist von der schnellen Sorte und sagt, Uni gibt es schon lange nicht mehr, wir sind jetzt das KIT. Und dann schreibt das halt einfach da rein, gibt KIT zurück. Ich bin ja eher so von der vorsichtigen Sorte. Ich sage dann, ha,
Kompatibilität und so, vielleicht braucht das noch jemand, da hat vorher keiner Deprecated dran geschrieben oder Änderungen angekündigt, lassen wir das mal da. Wir schreiben mal noch eine zweite private Methode dazu, eine New Hello Methode, und die gibt dann halt KIT zurück und dann sind, doch, also sind wir alle glücklich, dann benutzen wir einfach die. Und die beiden Varianten haben wir dann gebaut und jetzt bringen wir die beide zurück ins Depot und stellen fest, das funktioniert irgendwie so nicht. Und dann muss man anfangen, Dinge zu verschmelzen. Und immer dann, wenn sie an gleichen Stellen passieren, diese Änderungen, dann muss man eben händisch ran. Ja, hier sehen Sie mal eine Möglichkeit, wie das in für Melt aussehen könnte. Ein Programm, was für manuelle Verschmelzungen da ist. Da gibt es Hunderttausende, mit denen Sie das machen können. Und in dem Fall sehen wir hier unsere Änderungen. Wir sehen hier dieses Uni, wir sehen hier das KIT. Wenn das so blau markiert ist, ja, hier dann sagt uns das Programm, da kann ich jetzt irgendwie nichts machen. Bitte lieber Programmierer oder lieber Student, sagt mir, welche Version soll ich nehmen. Hier unten, da wo es grün ist, das ist einfach. Das könnte man einfach übernehmen. Ja, also wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir übernehmen diese Variante hier rüber und lassen ansonsten alles so, wie es hier rechts ist. Dann ist das wunderbar. Dann ist das sogar ausführbarer Code, der da entsteht. Das Problem ist, dann haben wir im Grunde unnützen Code hier unten. Ja, weil diese Get New Hello, die wir dann hier rüberziehen, die wird nie aufgerufen. Das heißt, wir müssen dann schon ein bisschen drüber nachdenken, wie denn jetzt eigentlich die richtige Variante wäre, was wir denn jetzt eigentlich haben wollen. Vielleicht wollen wir aber auch beides, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das genau der Grund, warum man das händisch machen muss, weil man das eben nicht automatisch entscheiden kann. Gut, jetzt nochmal ganz kurz zurück dazu, was denn überhaupt alles mit da landen sollte in so einer Softwarekonfiguration, was man sich alles merken sollte. Wir haben schon ganz viel über Programmtext, also über den Quelltext gesprochen. Man kann Bibliotheken mit ablegen. Man weiß ja nie, ob die übermorgen noch so vorhanden sind, wenn man irgendwelche Drittanbieterbibliotheken benutzt. Initialisierungsdaten, auch Dokumentation kann hilfreich sein, die mit reinzulegen. Stichwort wieder die Raketen. Ja. Vielleicht will man die Dokumentation mit reinlegen, wie man die Rakete sich mal vorgestellt hat, um dann vergleichen zu können, wie sie denn tatsächlich gebaut wurde. Das Gleiche gilt natürlich auch für Code. Und möglicherweise auch Konfigurationsdateien für das zu bauende System oder aber, und da habe ich vorhin schon mal kurz darauf hingewiesen, abgeleitete Elemente, das heißt das Kompilat oder sogar irgendwie Werkzeuge, Lader oder Übersetzer, also Kompilierer, noch mit in diese Konfiguration mit einbinden, damit man einfach ein abgeschlossenes Stück Software hat, das auch wirklich nachvollziehbar nochmal genauso zu bauen ist und nochmal genauso auszuführen ist. Und das macht man alles nicht so ganz zum Spaß, weil häufig ist es tatsächlich so, dass 30 Jahre später nochmal jemand kommt und sagt, ich hätte da jetzt aber ganz gern nochmal Folgendes. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen an Haaren herbeigezogen, ist aber gar nicht so. Gibt immer noch ganz viel Code zum Beispiel in COBOL, Fortran, in Banksystemen, die 1960 geschrieben wurden. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, können Sie da bitte nochmal was ändern? Dann sagen Sie zuallererst mal, ja, mein Preis ist folgender. Und wenn Sie das gesagt haben, dann sagen Sie, ich habe da noch eine Konfiguration im Keller liegen. Mit der können wir das nochmal machen. Ja, ich habe den Übersetzer noch, ich habe das alles noch genauso, wie wir das damals gemacht haben. Und jetzt kann ich Ihnen diese Änderung an der Stelle machen. Und dann läuft es genauso wie vorher. Also das hat durchaus seine Berechtigung, dass man sich da alles, was man eben braucht, um das Stück Software, was man geschrieben hat, zum Laufen zu bekommen, auch mit ablegt. Gut. Was kann man noch mit reinlegen? Zum Beispiel die Ergebnisse, die vor der eigentlichen Implementierung rausgekommen sind, also Anforderungsanalyse, Entwurf, da werden wir dann in der Vorlesung noch genau darauf eingehen, was das überhaupt alles bedeutet, was man dann, bevor man überhaupt anfängt, Software zu schreiben, erstmal tun muss. Auch das kann man alles mit da dazulegen oder sollte man, denn nur dann kann man wirklich zurückverfolgen, welche Änderungen denn überhaupt passiert sind oder was denn überhaupt die Idee hinter dem Stück Software, was man da vor sich hat, war, bevor man denn anfängt, irgendwelche Änderungen zu machen oder wenn man versucht nachzuvollziehen, was denn jetzt hier eigentlich gerade der Fehler ist. Gut, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Wust an Daten, den wir da gesammelt haben? Ich habe schon gesagt, was man alles speichern will, das sind riesige Datenmengen. Speichern wir die jetzt einfach alle so ab, jedes Mal, ja, also stellen uns mal vor, Tobias ändert seine Hallo-Welt-Datei oder seinen Calculator und jedes Mal legen wir da ein JDK mit rein, weil wir sagen, ja, das brauchen wir jetzt zum Laufen, ja, um das laufen zu lassen. Bei jeder einzelnen Version legen wir das mit ab. Das wird irgendwie ein bisschen groß. Und
Deshalb ist man relativ schnell dazu übergegangen, nicht mehr eine Komplettkopie zu machen, sondern sich nur noch die Änderungen zu merken. Wir können uns also entweder merken, was passiert ist seit der initialen Version und uns das alles aufschreiben, das sind dann sogenannte Vorwärtsdeltas, oder wir schauen uns nur die aktuelle Version an und merken uns, wie wir da hingekommen sind. Das wären dann Rückwärtsdeltas. Also stellen wir uns wieder die Bibliothek vor, wir haben das Buch, machen jedes Mal, wenn wir was ändern, gelbe Zettelchen rein und merken uns so die Änderungen. Und irgendwann kommen wir dann eben bei der finalen Version raus. Aber um die lesen zu können, müssen wir uns die ganzen gelben Zettelchen in den Buchseiten anschauen. Oder eben andersrum, wir haben immer eine aktuelle Auflage, die wird gedruckt. Und da sind dann gelbe Zettelchen drin für die, die es wissen wollten, was denn eigentlich mal die Änderungen davor waren. Das sind dann die Rückwärtsdeltas. Hat beides Vor- und Nachteile. Wer sieht sie auf den ersten Blick? Genau. Also der Kommilitone sagt, Vorwärtsdeltas sind irgendwie ungeschickt, insbesondere wenn man gerade an der aktuellen Version arbeiten will. Und das will man ja meistens, wenn man so ein Stück Software aus dem Depot holt. Wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt Änderungen machen, haben wir Vorwärtsdeltas, holen wir uns die erste Version und müssen dann die ganzen Deltas draufrechnen. Gut, das passiert automatisch, aber trotzdem muss das jedes Mal ausgerechnet werden. Das ist irgendwie Quatsch. Entschuldigung. Deshalb normalerweise Rückwärtsdeltas, indem wir einfach die aktuelle Version haben und zurückschauen können, wenn wir denn doch mal was von früher noch haben wollen. Das Ganze nochmal veranschaulicht, das sind die Vorwärtsdeltas, erste Version, ein Delta, damit kommen wir zur Version 1.1, nächstes Delta und so weiter und so fort. Haben wir alles schon gesagt und das haben wir auch schon gesagt, deshalb gleich weiter zu den Rückwärtsdeltas. Da ist es eben genau umgekehrt. Ja? Offensichtlich, wir haben unsere aktuelle Version, unsere Freigabe 2.0 und können eben gegebenenfalls, falls wir feststellen, früher war alles besser, mit den Deltas zurückgehen auf eine frühere Version. Super, soweit zur Theorie. Sie ahnen das aber schon alle, das gibt es auch irgendwie schon in fertig. Keiner muss hier selber ein Versionskontrollsystem bauen, obwohl das eigentlich auch mal eine witzige Aufgabe wäre für die Softwaretechnik 1, sich mit Versionskontrolle so weit zu beschäftigen, dass man das mal selber baut. Nein, das gibt es alles schon ziemlich lang, nicht ganz so lang wie in der Raumfahrt. Aber auch schon ziemlich lang, und zwar mindestens mal seit 1983. Seitdem gibt es auf jeden Fall Versionskontrollsysteme. Wahrscheinlich gab es auch schon früher welche. Das ist aber trotzdem auf jeden Fall eins der ersten. Und ganz wichtig, eins der ersten quelloffenen Systeme überhaupt. Und RCS war eigentlich so das erste wichtige Versionskontrollsystem und konnte vielleicht schon erstaunlich, 83 mehrere Versionen einer Datei verwalten, das Ganze automatisiert, kann Dinge aufbewahren, also Dateien, Softwareelemente aufbewahren, kann sie wiederherstellen, kann das Logbuch führen, also reinschreiben, wer was geändert hat und woran, kann automatisch identifizieren, was sind denn eigentlich die Softwareelemente, die vielleicht zu einer Version gehören und kann auch mehrere Versionen verschmelzen, also Änderungen an unterschiedlichen Stellen, und diese dann zusammenführen. Allerdings waren da noch keine Verzeichnisse unterstützt, was irgendwie ein bisschen unpraktisch ist, wenn man nur auf Dateiebene arbeiten kann, keine Verzeichnisse betrachten kann, das ist irgendwie unschön. Und dieses RCS, das erste Versionskontrollsystem, war auch irgendwie noch nicht so richtig netzwerkfähig, also eigentlich so gar nicht. Was vielleicht auch so ein bisschen der Zeit geschuldet ist, 1983 war das noch nicht so richtig relevant. Das heißt also, das war wirklich diese Variante, wie wir es vorhin gesehen haben. Ich bin ein einsamer kleiner Entwickler und möchte etwas bauen und möchte auf den Stand von letzter Woche zurück. Dafür reicht RCS vollkommen aus. Und RCS, und das möchte ich Ihnen jetzt noch abschließend dazu zeigen, ist entwickelt worden von jemandem, den Sie vielleicht kennen. Das ist ein Auszug aus der Manpage von RCS. Und da sehen Sie schon, das ist irgendwie eine Person, die Sie vielleicht schon mal gehört und gesehen haben und auf jeden Fall am Freitag wieder sehen werden. Und da sehen Sie dann schon, dass Sie von jemandem unterrichtet werden dieses Jahr in der Softwaretechnik, der ein bisschen Ahnung hat von dem, was er Ihnen erzählen wird. Das aber nur so am Rande. Wir gehen mal weiter in der Zeit, denn wir haben es nicht mehr 83. Deshalb RCS, sind wir mal ehrlich, verwendet fast keiner mehr. Aber wer es mal ausprobieren möchte, kann das gerne tun. Kann man, ist noch in allen offiziellen Paketquellen drin. Das kann man also jederzeit runterladen. Zumindest für Linux ist das ziemlich einfach. Und dann kann man mal damit rumspielen. Aber
Kleiner Spoiler vorneweg, wir werden es nicht benutzen, nur weil es der Chef entwickelt hat, werden wir jetzt hier nicht in der Softwaretechnik anfangen und RCS verwenden, auch wenn das mal ganz witzig wäre. Wir sind einfach heutzutage ein Stück weiter. Und die erste Weiterentwicklung von RCS war CVS. Kennt vielleicht noch jemand CVS, schon mal benutzt? 2, 3, tatsächlich immer noch. Wunderbar. Also das ist das Concurrent Version System. Und das wird tatsächlich noch relativ häufig eingesetzt, eben weil es das erste war, was netzwerkfähig war und weil es Verzeichnisbäume unterstützt hat, war das so das erste Versionskontrollsystem, was sich auf der großen Bühne durchgesetzt hat. Und der Witz ist, das benutzt intern komplett RCS und baut da im Grunde nur die Netzwerkfähigkeit und die Verzeichnisstrukturen außen drum rum. Aber auch das ist so ein bisschen out. Das allerdings, Subversion oder kurz SVN, ist noch ziemlich in. Das ist auch einfach von der Ideologie her eine Weiterentwicklung von CVS. Wer kennt SVN? Okay, das sind schon ein paar mehr. Wer hat es schon mal benutzt? Fast die gleichen. Vielleicht die Hälfte von denen, die sich gerade noch gemeldet haben. Der wird auch jedes Jahr weniger, ist witzig. Also, SVN ist immer noch ziemlich weit verbreitet. Ist internetfähig. Der Witz ist, das Depot, von dem wir die ganze Zeit sprechen, das wird zentral auf einem Server abgelegt, so die Idee bei SVN. Und alle, die Zugriff auf diesen Server haben, können sich eben von dort das Depot holen. Und besonders schön an der Stelle ist, dass SVN das gesamte Projekt Depot versioniert, inklusive verschieben, umbenennen, kopieren und so weiter und so fort. Bei RCS und CVS hatten sie das Problem, sie haben ein Hallo Welt geschrieben, haben festgestellt, Hallo Welt ist irgendwie ein blöder Name, das muss wichtiger klingen und ist umbenannt und plötzlich waren in der Historie alle Änderungen weg. Das war einfach eine neue Datei für RCS oder für CVS. Das ist bei SVN zum Glück nicht mehr der Fall und auch wenn man Dateien an andere Orte schiebt, werden sie immer noch als diese Datei oder als dieses Software-Element, das kann ja auch andere Bestandteile betreffen, erkannt. Was außerdem noch passiert ist, und das ist auch deutlich besser als bei den Vorgängern, so eine Einbuchung, die passiert atomar. Also bei CVS war das noch so, Entwickler A ändert 5 Dateien und versucht die wieder in das Depot zurückzuliefern und dort hat aber blöderweise schon jemand anders, der schneller war, an der 5. Datei was geändert. Dann werden die ersten 4 hochgeladen ins Depot, die 5. aber nicht, weil da gibt es halt den Konflikt. Und das Ergebnis davon ist, man hat irgendwie einen inkonsistenten Zustand. Das ist irgendwie unschön. Das heißt also, bei SVN hat man das ausgemerzt und hat gesagt, gut, dann machen wir das halt nicht so, sondern nur, wenn alles, was ich jetzt hier wieder einbuchen will, in mein Depot am Stück da reingeht, ohne Konflikt, dann wird das auch zugelassen. Ansonsten muss man halt vorher aufräumen. Und in SVN gibt es auch schon optimistisches Ausbuchen, sonst kommt man gar nicht an die Stelle, von der ich gerade gesprochen habe. Das heißt, das ist also schon relativ gut, aber auch schon von 2000. Das heißt, da geht auch noch irgendwie mehr. Das ist inzwischen auch, wir haben es gerade gesehen, wie wenig Leute sich gemeldet haben und überhaupt SVN können. Es ist irgendwie auch schon überholt. Und zwar auch schon seit 2005, denn seit 2005 gibt es Git. Wer kennt Git? Yay, ganz viele Leute, super. Haben alle das Übungsblatt gelesen? Haben alle schon mal das Übungsblatt angeschaut, wunderbar. Schon mal was von Git gehört. Git ist auch tatsächlich das, was wir verwenden werden in der Vorlesung als Versionskontrollsystem, damit Sie das mal kennenlernen, damit Sie sicher werden im Umgang. Sie werden jetzt über uns fluchen. Sie werden nächstes Semester, wenn Sie vorher noch nicht mit Git gearbeitet haben oder mit irgendwelcher Versionskontrolle, werden Sie sich freuen, dass wir Sie so gequält haben. Denn ich habe es vorhin schon gesagt, dann muss man irgendwie mal mit jemand anders zusammenarbeiten und spätestens dann wird es irgendwie unerlässlich. Gut, also Git. In Git ist alles anders und das liegt so ein bisschen daran, dass SVN ja eigentlich schon ganz gut war und man 3 Versionskontrollsysteme hatte, die so aufeinander aufgebaut haben. RCS, CVS, SVN, immer hat man die schlechten Dinge ausgemerzt, besser gemacht und irgendwie war das am Ende. Und dann hat man halt gesagt, okay, wir brauchen was Neues und besser machen können wir es nicht mehr. Und wenn wir es nicht besser machen können, dann machen wir es einfach mal anders und schauen mal, ob es deshalb vielleicht besser wird. Und ich nehme es mal vorweg, ja, es ist tatsächlich ein bisschen besser geworden. Das liegt unter anderem daran,
dass Git völlig anders an die ganze Sache rangeht und nicht mehr auf die Dateien schaut, die es irgendwo gibt oder Verzeichnisse, sondern alles als ein Objekt auffasst. Es ist dann egal, ob das ein Dateinhalt ist, ob das ein Verzeichnis ist, ob das eine Konfiguration ist oder irgendwelche Varianten, alles ist erstmal eine Datei. Und das Allerschönste eigentlich an Git ist, dass diese Varianten, von denen ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe, die sind integraler Bestandteil von Git. Und das ist eigentlich so, ich würde sagen, mit die größte Stärke, gerade im Vergleich zu SVN. Wir lassen seit einiger Zeit die ganzen SVN-Folien, die wir sonst noch so im Petto haben, weg. Die können Sie sich aber gerne noch anschauen. Und wenn Sie das machen, dann werden Sie feststellen, Varianten, die gibt es aber auch in SVN. Und ich sage Ihnen jetzt auch wie. Man macht einfach eine Kopie. Ja? Das heißt, wenn ich da irgendwie eine Variante bauen will, dann mache ich eine Kopie von meinem ganzen Depot und lege das daneben und sage, okay, das ist jetzt Version 1.0.1.0 und dann arbeite ich weiter. Ja, kann man machen, aber dann hat man halt wieder das Problem, dass man A, einen Haufen Speicherplatz verbraucht und B, das irgendwie schlecht mit den anderen Varianten in Einklang zu bringen ist. Deshalb, in Git ist es so, alles ist irgendwie eine Variante. Es gibt immer eine Hauptvariante, diesen Hauptzweig. Aber neue Varianten zu erstellen, ist super einfach und lässt sich vor allem wieder super in andere Varianten integrieren. Außerdem, das ist für die paranoiden Leute unter uns ganz schön, die Historie wird in Git kryptografisch gesichert. Also wenn ich da irgendwas ändere als Entwickler, dann ist diese Einbuchung so drin in der Historie und ich kann da nichts mehr ändern, außer mit riesigem Aufwand, der quasi nicht bewältigbar ist oder nur aus Zufall funktioniert. Und warum das so ist, werden wir uns nachher noch mal ein bisschen im Detail anschauen. Das heißt also, Sie haben wirklich eine Sicherheit, dass die Historie, die Sie da vor sich sehen, die Versionen, die da aufeinander folgen, dass die wirklich so auch entstanden sind. Außerdem hat man sich bei Git dafür entschieden, das Depot, was bei SVN im Internet lag, immer nur über eine Netzwerkverbindung zugreifbar war, hier jetzt wieder lokal beim Benutzer liegt. Also jeder, der irgendwie Git benutzt, der ein Git-Depot hat, hat das für sich lokal und kann dort vor sich hinarbeiten, wie er will. Und es gibt aber natürlich auch trotzdem noch die Variante mit entfernten Depots. Da schauen wir auch gleich nochmal kurz drauf. Dafür brauchen wir dann aber einen zusätzlichen Kommunikationsschritt, der dann sagt, okay, meine Änderungen, die ich in meinem Depot habe, die möchten jetzt doch bitte auch auf dem Server-Depot landen. Dafür brauchen wir dann eben diesen zusätzlichen Kommunikationsschritt. Was man in Git außerdem noch ganz schön machen kann, und das kommt hauptsächlich aus diesen Varianten, man kann Befehlshierarchien schön abbilden. Ja? Das ist jetzt vielleicht hier nicht so furchtbar interessant und wahrscheinlich auch nicht nächstes Semester im PSE, es sei denn, Sie haben da irgendeinen, der sich zum Code-Chef aufschwingt. Aber man kann zum Beispiel sowas machen, wie nur der Projektbesitzer kann auf dem Hauptzweig überhaupt Änderungen durchführen und alle anderen dürfen nur auf Nebenzweigen, Nebenvarianten arbeiten und nur der Besitzer des Projektes kann das dann einpflegen in den Hauptzweig. Sowas kann man damit wunderbar abbilden und das ist gerade aus dem Kontext, aus dem Git so kommt, ne, Open Source, ganz wichtig. Gut, Fragen bis hierher? Keine? Gut, dann schauen wir mal ein bisschen genauer in Git rein, was da passiert. Das ist jetzt direkt aus dem Git-Tutorial. Das ist übrigens super geschrieben. Wir haben, glaube ich, auch irgendwo auf den Folien die Quellen. Wenn Sie noch nie mit Git gearbeitet haben, einfach mal durchlesen. Liest sich super. Kann man einfach mal an einem Nachmittag weglesen und dann hat man es verstanden, hoffentlich. Ich mache das jetzt einfach mal in kurz und schnell. Was denn passiert, wenn Sie ein Git-Depot bei sich zu Hause auf dem Rechner einrichten, was übrigens völlig schmerzfrei funktioniert, wie wir gleich sehen werden. Wir gehen jetzt einfach mal los. Wir sind in irgendeinem Ordner auf unserem Rechner, in irgendeinem Working Directory, in dem wir arbeiten wollen. Und wenn wir dort arbeiten, dann passiert erstmal gar nichts. Git interessiert sich überhaupt nicht für das, was wir da tun. Wir können da so lange dran arbeiten, wie wir wollen. Selbst wenn wir schon dort ein Git-Depot eingerichtet haben, das zeige ich Ihnen gleich, wie das geht, interessiert das Git erstmal gar nicht, dass wir da irgendwas tun. Alle Dateien, die da liegen, bearbeiten nur wir. Erst wenn wir sagen, bitte liebes Git, achte doch bitte auf diese Datei oder auf diese Dateien oder was auch immer, dann macht das Git auch. Und das machen wir mit diesem Git-Add-Befehl. Und mit diesem Git-Add-Befehl landen wir in der sogenannten Staging Area. Und diese Staging Area, die macht erstmal nichts anderes als
einzelne Dateien zusammensammeln oder Ausschnitte von Dateien zusammensammeln für den nächsten Commit. Das heißt, wenn wir von dort aus dann noch einen Commit machen wollen, müssen wir das nochmal explizit sagen. Ja, es sind also zwei Schritte. Wer sich ein bisschen mit SVN auskennt und mit Git noch nichts gemacht hat, der sagt jetzt vielleicht, boah, ja, voll umständlich bei SVN, da mache ich einfach nur Commit und dann komme ich direkt von hier, ich habe irgendeine Änderung zu dem Commit und dann bin ich fertig. Ja? Das ist richtig, aber das ist auch eine der Schwächen von SVN. Und das ist, liegt einfach daran, dass man ja häufig, wenn man so arbeitet, vor sich hin arbeitet, nicht einfach Dinge ändert, gezielt, ja, sondern häufig macht man Änderungen an 15 Dateien und stellt dann fest, okay, die gehören jetzt aber zu drei unterschiedlichen Dingen. Und dann hat man eben mit SVN ein Problem. Dann kann man nämlich anfangen, da irgendwelche Change-Lists anzulegen oder sonstiges. Ist auf jeden Fall furchtbar kompliziert, um da dann Commit zusammenzubasteln. In Git ist das ganz einfach. Wir suchen uns aus, welche Dateien sollen denn in dem nächsten Commit landen. Die fügen wir hinzu mit diesem Git-Add-Befehl. Ja, dann sind wir in der Staging-Area und von dort aus können wir dann unseren Commit starten. Das geht so weit, dass Sie das sogar auf Zeilenebene machen können. Ja, also stellen wir uns nochmal vor, Tobias ändert in seinem Calculator 5 Zeilen, zweimal macht er die Formatierung anders, dreimal tut er tatsächlich inhaltlich was, irgendeinen Fehler ändern, dann kann er einfach sagen, ich möchte nur den ersten Teil hinzufügen zum nächsten Commit, zur nächsten Einbuchung, denn dort habe ich nur Dinge formatiert und den zweiten Teil, der kommt dann einfach in den nächsten Commit. Also soweit kann man das tatsächlich auftrennen, um besser nachvollziehen zu können später, was man denn einfach geändert hat. So, dann sind wir also mit dem Commit in unserem lokalen Depot und da liegt das erstmal sicher. Wenn wir dann noch weiter wollen auf das Entfernte, dann müssen wir einen Push machen, dann können wir auf das entfernte Depot mit unseren Änderungen, wir können von dort auch Änderungen wiederum holen mit diesem Git Fetch. Wir können aber auch den kompletten rechten Teil weglassen und einfach nur bis hierhin ja, auf unserem lokalen Depot arbeiten. Wenn wir jetzt in unserem Depot sind, gibt es zwei Möglichkeiten, um wieder in unser Working Directory zurückzukommen. Entweder wir haben irgendwelche Änderungen, die wir verschmelzen müssen von unterschiedlichen Zuständen, die in unserem Repo sind und unterschiedlichen Referenzen. Vielleicht von dem entfernten Depot, was hier kommt, ja, mit Git Fetch habe ich mir Änderungen geholt, vielleicht hat jemand anders etwas geändert, was anders aussieht als in meinem Depot, dann muss ich das erstmal zusammenführen. Und dafür ist dieser Merge-Befehl hier da und dann bin ich wieder in einem Zustand, auf dem ich weiterarbeiten kann. Oder aber ich möchte auf eine andere Variante wechseln. Das macht dieses Git Checkout. Das ist eh ein sehr mächtiger Befehl in Git. Der führt dazu, dass Sie an unterschiedliche Versionen kommen, unterschiedliche Varianten kommen. Auf jeden Fall landen Sie mit Git Checkout immer wieder irgendwo, wo Sie weiterarbeiten können und einen im Grunde Schnappschuss Ihres Dateisystems vor sich sehen. Gut, Fragen bisher? Wunderbar. Das ist das für den Ausdruck. Und hier sind mal so die wichtigsten Befehle in Git, die Sie brauchen werden in der ersten Zeit, mit dem Sie damit arbeiten. Hilfekommando ist immer hilfreich, um einfach mal zu sehen, welche Kommandos gibt es denn überhaupt, die man ausführen könnte. Dieses Init hier, das legt Ihnen ein neues Depot an. Also Sie können einfach an eine x-beliebige Stelle in Ihrem Dateisystem gehen und sagen git init und dann haben Sie ein Git-Depot. Das ist um Längen einfacher, als das bei SVN ist. Muss man erst einen Server aufsetzen. Der kann zwar auch lokal liegen, aber das ist mit einigem Aufwand verbunden. Das heißt, Sie können einfach überall so ein Depot anlegen, wenn Sie das möchten. Das kann ja auch einfach mal sinnvoll sein, um ja, vielleicht lokal irgendwelche Änderungen zu versionieren. Also selbst wenn man das jetzt nicht nur benutzt, um mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, sondern einfach selber Versionen von eigenen Dateien oder was auch immer haben möchte, kann man auch sowas bauen. Ist super einfach im Umgang, wenn man es erstmal kann. Andere Versionen, um an ein Depot zu kommen, ist, wenn es online schon eins gibt, auf dem Server ein entferntes Depot, dann kann man mit Clone, mit dem Git-Clone-Befehl, sich das holen. Add hatten wir schon, Commit hatten wir schon, Push hatten wir schon, Fetch auch, Merge habe ich auch schon kurz erklärt. Das Einzige, was noch neu ist, ist hier das Git Pull und Git Pull arbeitet wiederum auch mit dem entfernten Depot und macht nichts anderes als Fetch und Merge zusammen. Ja, also häufig hat man die Situation, dass man irgendwie auf dem Hauptzweig arbeitet oder auf einer Variante zusammen mit jemand anders und dann liegt das in einem entfernten Depot und dann möchte man einfach die aktuellsten
Änderungen haben bei sich und gleich weiterarbeiten. Und dann kann man einfach sagen, hol's mir doch gleich und leg's auch, baue es auch gleich zusammen. Ja? Also dann haben wir einfach gleich wieder den Zustand, dass wir weiterarbeiten können. Wenn wir nur Fetch machen, können wir uns dann auch überlegen, welche von den Änderungen übernehme ich denn jetzt? Möchte ich vielleicht lieber mit dem weiterarbeiten, was ich hatte? Und so weiter und so fort. Das meiste, in der meisten Zeit reicht aber das Pull. So, hier kommen noch ein bisschen Details zu Gitinit. Das ist aber auch nicht so furchtbar spannend. Das habe ich auch schon erzählt. Das habe ich im Grunde auch schon erklärt. Dann kommen wir lieber nochmal dazu, wie das jetzt aus Sicht einer Datei aussieht. Gerade eben haben wir uns im Grunde Git schematisch angeschaut, wie das funktioniert mit den unterschiedlichen Areas, die es da gibt, die Staging Area und das Depot und so weiter und so fort. Was ist denn, wenn ich mir jetzt mal eine einzelne Datei in meinem Dateisystem anschaue? Wie arbeitet Git damit? Ich habe schon gesagt, ganz am Anfang interessiert sich Git für die Datei überhaupt nicht. Dann ist sie in diesem Untracked-Zustand keinen interessiert, was mit der Datei passiert. Wenn ich sie lösche, ist sie weg. Ja, blöd gelaufen. Erst wenn ich sage, liebes Git, kümmere dich um diese Datei, also diese Datei zu Git hinzufüge, dann schaut sich Git das überhaupt erstmal an. Und dann ist sie höchstwahrscheinlich erstmal in einem Zustand, der sich unmodified nennt. Das heißt, wir haben nichts geändert. Wenn wir jetzt etwas ändern an der Datei, dann ist sie natürlich irgendwie modifiziert. Wenn Sie dann auf Ihrem Depot zum Beispiel Git-Status aufrufen, dann sehen Sie, wir haben hier geänderte Dateien. Was sollen wir damit tun? Dann können wir die zum Beispiel mit Git add in die Staging Area überführen, einen Commit durchführen, und wenn wir das gemacht haben, dann ist die Datei wieder aus Sicht von Git unmodifiziert. Ja, erst wenn Sie dann wieder weiterarbeiten, Dinge ändern, weiter implementieren, dann kommen Sie wieder in diesen Modified-Zustand. Es geht so weit, dass Sie natürlich auch dazwischen irgendwo stehen bleiben können. Sie können vom Unmodified-Zustand in den Modified kommen, wenn Sie etwas ändern, dann fügen Sie das zu einem Commit hinzu und dann ändern Sie weiter und dann sind Sie wieder hier in diesem Modified-Zustand. Ja? Wenn Sie dann aber den Commit durchführen, und ich hoffe, jetzt verwirre ich Sie nicht alle völlig, aber wenn Sie dann den Commit durchführen, dann landet in dem Commit nur das, was Sie vorher geändert haben. Also nicht der aktuelle Zustand, den Sie sehen vielleicht lokal in Ihrem Dateisystem, sondern nur das, was Sie vorher explizit hinzugefügt haben. Das klingt jetzt erstmal verwirrend. 2-3 Mal benutzen, dann ist es völlig klar. Und noch 5-6 Mal benutzen, dann ist einem auch völlig klar, warum man das so haben will. Weil man vielleicht einfach mal weiterarbeiten möchte, wenn man aber schon vorher eigentlich was anderes abgeschlossen hat. Ja, aber trotzdem den Commit noch nicht fertig hat. Das ist super hilfreich, aber man muss es erstmal verstehen. Natürlich kann ich auch wieder sagen, liebes Git, du brauchst dich nicht mehr drum kümmern, die Datei ist für mich nicht mehr interessant. Dann kann ich sie mit einem Git-RM-Befehl wieder entfernen und Git schaut sich nicht mehr an, was mit der Datei passiert. So, das Logbuch von Git. Wir haben ja die ganze Zeit schon darüber gesprochen, dass wir nicht nur diese Commits, die Dateien irgendwie festhalten wollen, sondern wir wollen auch wissen, was ist da eigentlich passiert. Und dafür macht man einen sogenannten Logbucheintrag, der festhält, welche Änderungen denn passiert sind von einer Version zur nächsten. Und so sieht das jetzt bei Git aus. Da fällt erstmal ein, naja, wir haben hier irgendwie den Autor, der irgendwas geändert hat, eine Zeit. Wir haben hier den Logbucheintrag drin, da sollte normalerweise was Sinnvolles stehen. Und dann sehen wir hier die Vorgängereinbuchung, auch von mir, mit einem ähnlich sinnvollen Logbucheintrag. Wir sehen, dass hier eine neue Datei hinzugefügt wurde, dafür steht das kleine A, ja, added. Und hier oben wurde die Datei geändert, modified. Und damit können wir im Grunde nachvollziehen, was zeitlich in welcher Reihenfolge passiert ist. Dazu einfach mal git log zum Beispiel auf einer Datei aufrufen, geht aber auf dem ganzen Depot. So, was wir auch noch sehen, sind hier irgendwie so komische Commit-Zahlenreihen mit Buchstaben dazwischen und nicht so schön, wie wir das vorhin gesehen haben, auf meinen Einführungsfolien mit Version 1 und Version 1.1 und 1.2. So ungefähr hat man das bei SVN gemacht, bei Git aber nicht. Kann sich jemand vorstellen, warum man das nicht so macht bei Git? Ich kenne ja schon so viele Leute Git, dann weiß es bestimmt auch einer. Wer traut sich? Ja, bitte.
Okay, der Kommilitone sagt, das ist ein Hash, den wir da sehen, und da hat er vollkommen recht. Git erzeugt Hashes aus allem, was zu dem Commit gehört, dem Zeitpunkt, den enthaltenen Dateien, dem Logbucheintrag und so weiter und so fort. Und erzeugt dann so einen eindeutigen Hash. Und jetzt noch die Frage so ein bisschen, warum macht man das so kompliziert? Der Kommilitone sagte schon was mit Prüfsummen und Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Ja, das ist richtig. Fällt jemand noch was anderes ein? Genau, der Kommilitone oben sagt, man weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge was passiert. Wenn wir bei Git jeder ein Depot haben, dann können wir ja nicht sicherstellen, dass wir irgendwie eine gewisse Reihenfolge haben von diesen Einbuchungen, und dann ist irgendwie so eine fortlaufende Nummer nicht so richtig hilfreich, auch vollkommen richtig. Was erreichen wir mit dem Hash denn noch? Also was wir damit auch noch haben, ist eben genau diese kryptografische Sicherheit. Das hat bestimmt Ihr Kommilitone schon gemeint mit den Prüfsummen und der Vergleichbarkeit. Ich sage es trotzdem nochmal ganz deutlich. Sie haben hier einen eindeutigen Hash, der ausgerechnet wurde aus dem Commit. Das heißt, wenn irgendwie jemand anders Böses später mal herkommt und sagt, ich ändere jetzt an einem frühen Commit irgendwas in der Datei, weil ich dem Unternehmen irgendwie schaden will und sagen will, die haben das doch schon immer falsch gemacht, dann hat er schlechte Karten, weil wenn man dann nochmal den Hash ausrechnet, dann stimmt der überhaupt nicht mehr damit überein, was hier eigentlich passiert ist. Ja? Also damit haben Sie diese kryptografische Sicherheit der Historie. So, wunderbar. Delta schauen wir auch nochmal ganz kurz an. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, man kann das auf Zeilenebene machen bei Git. Und das ist auch genau das, was Sie jetzt hier sehen. Man kann mit dem Befehl git diff zwischen zwei unterschiedlichen Commits, und da reicht normalerweise der Anfang. Sind das zufällig die hier? Nee, natürlich nicht. Doch, wunderbar. Das sind sogar genau die. Die ersten 4, 5 Zeichen des Hashes reichen da normalerweise aus, um hier den Vergleich zu machen. Und da sehen Sie schon, wir haben hier was rausgenommen, was hinzugefügt. So kann das dann aussehen, falls Sie die Änderungen zwischen zwei Commits nachvollziehen. Wunderbar. Das haben wir auch schon gesagt, das ist auch nicht so spannend. Die Protokolle, die da verwendet werden, das überspringe ich mal. Das brauchen wir nämlich eh nicht so wirklich in der Vorlesung. Wenn Sie das interessiert, lesen Sie das nach. Wir schauen uns lieber noch mal ein bisschen die Entwicklungslinien an. Wir haben schon gesagt, es gibt keine Deltas in Git. Stattdessen merken wir uns Schnappschüsse. So denken also SVN und Co., also auch CVS und RCS, einzelne Datei, Vorwärtsdelta in dem Fall. Wir könnten aber auch Rückwärtsdeltas haben, wie das bei SVN ist. Und so denkt Git. Wir haben zu jeder Zeit einen Ausschnitt unseres Working Directories. Ja? Also wir wissen, in Version 5 besteht unser Working Directory für die Datei A aus dem Stand 2, für die Datei B auch aus dem Stand 2 und für die Datei C ist das halt die Version C3. Ja? Also wir merken uns im Grunde die Sichtweise auf das Working Directory. Intern sieht das wie folgt aus. Wir haben pro hinzugefügten Code-Schnipsel oder Datei oder was auch immer, haben wir so einen Blob. In dem Fall ist es jetzt eine README, eine Lizenzdatei und der eigentliche Code, ja, diese drei Stücken. Und die werden abgespeichert unter einem Baumobjekt, der es einfach sagt, okay, diese drei Teilstücke, die gehören jetzt zu mir. Hilft uns aber noch nicht so wirklich. Wir brauchen nämlich noch dieses Commit-Objekt, und in dem steht dann die Information drin, die wir für den Commit tatsächlich brauchen, nämlich den Baum, auf den er verwiesen wird und wer den Commit durchgeführt hat, und außerdem noch hier diese Einbuchungsnachricht. So ist das also intern in Git gebaut. Wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, was passiert, wenn wir jetzt mehrere Versionen hintereinander legen in Git und lassen mal die Bäume weg, dann sieht das so aus. Wir haben hier den Commit Nummer 1, der erzeugt den Schnappschuss A. Nächster Commit verweist auf den Commit davor. Und der dritte Commit verweist wiederum auf den älteren Commit davor. So sieht das also intern in Git aus, nur damit Sie es mal gesehen haben, wenn wir jetzt gleich sehen, was passiert, wenn wir jetzt mehrere Varianten haben. Normalerweise, und das habe ich vorhin schon gesagt, haben wir auf jeden Fall diesen impliziten Entwicklungszweig, das ist der Hauptzweig, der wird Master genannt in Git. Wir können aber auch noch einfach neue
neue Varianten hinzufügen, zum Beispiel eine Testvariante, auf der wir dann arbeiten. Und das machen wir, indem wir Git Branch Testing aufrufen. Dann haben wir unten diese Testvariante. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher weiß denn Git jetzt eigentlich, wo wir sind? Welchen Zustand es denn jetzt herstellen muss? Welchen Schnappschuss unseres Dateisystems? Und dazu gibt es einen Zeiger eigentlich. Genau, den Head-Zeiger, der zeigt eben genau auf die Variante, bei der wir gerade sind, also hier jetzt auf den Master. Und jetzt habe ich schon gesagt, Checkout ist ziemlich mächtig und das ist genau das, was es kann, nämlich diesen Zeiger rumschieben und sagen, wenn wir jetzt Git Checkout Testing machen, dann sind wir plötzlich hier unten. Wenn wir sagen Git Checkout und den Hash eines Commits davor anzeigen, dann sind wir dort. Und dann, was passiert jetzt, wenn wir auf unserem Testing Zweig plötzlich Änderungen machen, dann sieht das im Grunde wie folgt aus. Dann sind wir mit einem weiteren Commit einfach weitergerutscht. Ja? Also dieser Commit hier weiß dann immer noch, das war mein älter Commit. Der Hauptzweig ist immer noch auf diesem Stand. Wenn wir dahin also wieder hinspringen würden, würden wir wieder den Zustand unseres Depots sehen, wie er hier war. Für unseren Testing-Zweig, für unsere Testing-Variante sehen wir aber einen anderen Zustand des Depots. Und naja, wir können jederzeit natürlich auch wieder zurück zum Master, indem wir einfach wieder sagen, Git Checkout Master und dann ist der Stand wieder genauso, wie er vorher war. Gut, noch ganz kurz das Zusammenführen von Entwicklungslinien. Wir machen das jetzt mal in kurz durch. Es gibt eine sehr schöne Quelle, um das nachzulesen. Ich hatte Ihnen das ja schon ans Herz gelegt. Lesen Sie das Tutorial mal durch. Ich zeige Ihnen das jetzt trotzdem noch mal ganz kurz. Also, wir sagen mal, wir machen eine neue Variante. Unser Feature 42 entwickeln irgendwie weiter, haben einen neuen Commit. Wir machen aber gleichzeitig auch auf dem Hauptzweig weiter, machen vielleicht eine neue Variante, in der wir irgendetwas reparieren wollen. Sagen, das ist fertig, dann setzen wir eben auch unseren Hauptzweig auf diese Änderung. Bauen aber hier unten noch irgendwie weiter bei dem Feature 42 und dann müssen wir das irgendwie zusammenbringen. Und das macht Git eben so, dass es zurückgeht zu diesem C2-Commit und dann versucht, die Änderungen, die auf beiden Wegen passiert sind, zusammenzuführen. Gut, wunderbar. Jetzt noch zum Schluss ganz wichtig. Was ist zu tun für Sie in nächster Zeit? Erstens mal Übungsblatt 1 erledigen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist schon online. Das ist bis nächsten Mittwoch richtig zu erledigen. Ja. Und genauso wichtig, weil sonst wird es nichts mit dem Übungsblatt und überhaupt mit dem weiteren Übungsbetrieb, machen Sie sich mit den Werkzeugen ein bisschen bekannt. Und besuchen Sie vor allem die Vorbereitungstutorien. Die sind diese Woche bereits. Ja, die fangen heute an und die für Mittwoch entfallen nicht. Bitte noch kurz Aufmerksamkeit. Danke, geht doch. Also jeder, der Mittwoch ein Tutorium hätte, der kann trotzdem die Informationen, die im Vorbereitungstutorium anfallen, sich abholen. Und zwar, indem er einfach am Freitag in Raum minus 101 erscheint. Den haben wir gebucht. Und dort werden im Grunde alle Tutorien, die eigentlich am Mittwoch jetzt stattgefunden hätten, nachgeholt. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß in der Mensa.